Hallo und herzlich willkommen im aktuellen Vlog. Ihr seht's, ich bin am Bahnhof in Aßfurt. Heute geht's nach Düsseldorf, denn morgen ist der Caravan-Salon für mich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht's, es ist wieder hell draußen und der zweite Tag meiner Reise hat begonnen. Hab auch schon meine Sachen hier gepackt. Freue mich schon extrem hier auf dem Caravan-Salon. Gestern noch einen schönen Abend gehabt, eben auch mit anderen, die ja geschäftlich auf die Messe gehen, um eben sich da ein bisschen zu orientieren. Mega Spaß gemacht, geiler Austausch. Aber jetzt geht's erstmal zum Frühstück. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es los. Wir fahren auf den Multichannel Day nach Köln. Und ja, ich bin gerade aufgestanden, wie man sieht. Schon ein bisschen chaotisch noch. Und ich gehe mich jetzt fertig machen. Und dann nehme ich euch mit. Also ich gehe heute noch ein bisschen ins Büro. Und um 9.42 Uhr fährt der Zug. Und wir sind dann in der Regel so um 14 Uhr in Köln. Und heute Abend treffen wir noch auf Mario. Der ist gerade auf der Caravan-Messe in Düsseldorf, auf dem Caravan-Salon besser gesagt. Ich mache mich jetzt fertig und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich. Nun bin ich fertig. Alles geschriegelt, alles sauber ordentlich gebrandet, wie sie es gehört. Ich bin bereit. Jetzt geht's los auf die große Reise. Und dann muss ich gucken. Meine Sachen habe ich schon gepackt. Und ja, jetzt geht's noch eine Runde ins Studio und dann ab zum Zug. Ja, jetzt bin ich hier am Schnitt-PC im Studio. Ich werde jetzt noch ein wenig arbeiten. Und es ist jetzt 7.38 Uhr und um 9.40 Uhr, glaube ich, wenn mich alles täuscht, kommt der Zug. Dann werden wir quasi uns auf den Weg machen zum Multichannel Day auf die Messe nach Köln. Dort werden wir dann zusammen den Messestand aufbauen. Da geht noch ein Kollege mit mir mit. Den werdet ihr leider nicht vor die Linse bekommen. Der möchte das nicht so gerne. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Er wird mir ein bisschen helfen, auch bei Kamera etc. Ja, jetzt mache ich mich erstmal weiter über die Serie her. Ich habe gestern schon ein bisschen was angefangen. Kann es euch auch mal kurz zeigen. Also hier sieht man quasi die Timeline. Das ist jetzt nur eine kleine Version bzw. nur ein Abteil davon, weil in Wirklichkeit sieht das Ganze dann, Moment, so aus. Also da ist ein bisschen was. Wir haben jetzt sehr viel Material, eine sehr lange Zeit, die quasi, die Timeline ist lang. Es ist sehr viel drin. Das heißt, ich muss viel kürzen. Ich muss B-Roll-Material, weil ich es der Mario schon eingebunden hat, muss ich quasi Effekte drauflegen, schauen, dass das alles so von den Funktionen her passt. Und wenn ihr das sehen wollt mit den B-Rolls, hier öffnet sich gleich ein Info-Fenster hier oben und dann könnt ihr draufklicken und euch auch dieses Video anschauen über die Erstellung von B-Roll-Materialien. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich fange jetzt an, ich schneide noch ein wenig und nutze die Zeit, die ich noch habe, bis wir dann effektiv zum Zug gehen. Und ja, dann würde ich sagen, fange ich an mit meiner Arbeit.
nun auf dem Caravan-Salon angekommen und man sieht, da ist richtig was los. Man muss sogar jetzt auch beim Einlass ein wenig warten und würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Ja, schon wirklich der Hammer, wie sich der Wohnmobilmarkt die letzten Jahre entwickelt hat. Also wenn man sich mal anschaut, was es mittlerweile für richtig krasse Gefährte gibt. Also Hammer, wirklich Hammer. Und ich meine, das ist halt dann wirklich schon ein richtiger Luxusurlaub, wenn man mit den Dingen unterwegs ist. Oh, aber da muss man halt ein bisschen sparen. Also die in dem in der Halle 4 ist es jetzt, glaube ich. Ich sag mal, die kleinsten gehen ab 250.000 los und nach oben. Da gibt es gar keine Grenze. Also ich sag mal, der Millionenbereich, der wird hier locker geknackt. Hammer, Hammer, Hammer. Auch wenn man sich überlegt, beim Einlass, da hat es sich richtig gestaut. Und jetzt hier, einfach durch diese vielen, vielen Riesenhallen, es ist echt angenehm. Also es ist ein Messeerlebnis, das kennt man so nicht, dass so richtig wenig los ist. Jetzt habe ich erstmal meinen Termin oder meine Termine. Die mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Also jetzt sind wir da, die Jenny stellt uns bewusst jetzt irgendwo am Arsch der Waldfee hin, damit wir nicht so weit fahren müssen. Ja, jetzt laden wir mal das ganze Geraftel aus. Liebe, hast du deine ganzen 35.000 Millionen Taschen? Und wo sind die Werbegeschenke? Sind die dann gibt da keine. Ganz wenig haben wir nur noch, ein paar Flaschenöffner sind auch da mit. Also, so viel werden wir nicht brauchen, okay. So, jetzt guck mal hier rein, was wir hier alles dabei haben. Das ist unser Messestand. Bieber hat wieder viel zu viel eingepackt. Da packe ich jetzt mein Gepäck noch mit rein, weil... Er muss nämlich tragen. Genau. Einer muss ja einen Trolley und der andere den anderen Trolley. Gut. Dann mein Rucksack. Ja, dann würde ich sagen... Auf los geht's los. Auf los geht's los. Eddie, schnapp dir die Tasche. Willst du die oder die? Egal. Der ist schwer, aber du hast Kraft, oder? Ja, es geht schon. Okay. Dann. Wir sind angekommen in Würzburg. Die Reise geht jetzt weiter. Wir müssen auf Gleis Nummer 6. Das ist da drüben. Da steht der ICE schon. Da sieht man ihn. Hat jetzt richtig gute Termine mit den Lieferanten und viele neue Produkte, die wir ins Sortiment auf jeden Fall mit aufnehmen werden. Für nächstes Jahr, da kommt echt einiges. Jetzt schlendere ich noch ein bisschen hier durch die Messehallen. Schon mal ein paar Fahrzeuge an.